so, so, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Friedhof der Fahrzeuge. Ja, man sieht schon, die sehen echt ranzig aus. Und die machen wieder Rave. Der dreht sich sogar noch. Du brauchst dich nicht mehr drehen. Keine Sorge. Du wirst gleich erlöst werden. Deine letzten Sekunden auf diesem Planeten als drehender Betontruck werden gekommen sein. Ach du Scheiße. Na, Friedhof der Fahrzeuge. So muss es sein. Weg müssen sie. Endlich Befreiung. Achso, das Abrissbüro könnten wir noch ersetzen. Abrissbüro. Ich finde, das Abrissbüro hat ein bisschen zu wenig Plätze. Zwei Bagger. Ein Bus. Ich glaube, wir machen nur einen Bagger, einen Bus dann. Und dann lieber ein zweites Abrissbüro, nicht? Die kriegen hier den neuen Bagger. Die kriegen einen Bus. Und die kriegen Müllwagen. Und zwar mit schön viel Kapazität. Die haben alle die gleiche Kapazität. Das ist natürlich ganz großes Kino. Der wird bis 2001 gebaut. Und ist auch mittelteuer. Und könnte 80 fahren. Der könnte sogar schneller fahren. Wird auch noch bis heutzutage gebaut. Dann nehmen wir den doch. So. Welche Fahrzeuge fehlen noch, die wir ersetzen könnten? Die beiden Baudinger. Ja, wär eine Option. Aber die sind, glaube ich, am neuesten. Wichtiger wären die oder die. Erstmal die, die sind am allerältesten. Und hier ist auch was liegen geblieben. Was bist du? Ein Kipper. Ist er nie nach Hause gekommen von der Baustelle? Ist er einfach begraben worden? Ach nee, er ist in der Autobahn da drunter. Das ist ja geil. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass da die Autobahn drunter ist. Okay, okay. Wo gehörst du hin zum Baubüro? Alles klar. Das Gebäude hat keinen Strom. Ja, welche Feuerwehr braucht denn auch Strom? So, wir sagen mal so, 17 müssen hier drin sein erstmal. Und dann müssen die erstmal das hier wegschaffeln. So. Treibstoff kriegen wir noch genug. Bitumen kriegen wir nicht genug. Ich hatte ja hier einen Hafen mal geplant. Der ist dafür da, die Sachen von hier wegzuschaffen. Andererseits bauen wir den Bitumen vielleicht auch hier hinten. Und wir wollten noch Sachen bauen. Aber okay, erst die Fahrzeuge. Erst die Fahrzeuge. Dann den Rest. Hier hatten wir die Autobahn vorgezeichnet, so ein bisschen. Hier können wir auch noch Einwohner hinsetzen. Und was wollten wir hier? Hier wollten wir auch irgendwas hinsetzen, was logisch war. Und die kriegen nochmal 4 neue Autos. Aber die waren neu. Das Krankenhaus hier habe ich vergessen. Guckt mal. Ah, die waren auch noch neu, nicht? 6 Jahre, ja. Die sind nicht mal 10 Jahre alt, die Fahrzeuge. Das Krankenhaus ist so neu. Das muss man ja nicht zwangsweise alles über den Jordan brechen und dann ersetzen. Die Polizei könnte alt sein. Aber die hat halt die coolen Trabis. Die will ich eigentlich nicht ersetzen. Was könnten wir der Polizei denn hier vielleicht für Gutes tun, für neue Fahrzeuge?
meine, der Trabi fährt halt nicht wirklich schnell, nicht? Der fährt, na, obwohl, 80. Und der wird bis 91 gebaut, also... Der bis 2013, der sieht natürlich eher wie ein Polizeiauto aus. Vier Passagiere. Oh. Wie alt sind die hier? 22 Jahre. Ja, so ein Trabi. Der fährt auch noch 40 Jahre. Da müssen wir nicht ran. Habe ich irgendwo Gabelstapler? Ich habe so ein Gefühl, dass ich irgendwo Gabelstapler übersehen habe. Ich glaube, wir waren diesmal so effizient, dass ich die weggelassen habe. Die sind auch alle neu hier. Obwohl hier fast alle Arbeiter drin sind, dauert das halt trotzdem ewig. 32 zur Verschrottung sind schon da. Ja, alles klar. Okay, das hier ist abgerissen. Neuer Fahrzeugtyp. Ein Wartburg. 1.3. Wurden das wie bei Software hochgezählt? Wenn wir den jetzt noch da und da rankriegen gleichzeitig. Jawohl. Das ist das Ziel. Sehr schön. Dann muss ich nicht alles nochmal abreißen. Weil ich glaube, auch wenn ich das hier wegreiße, weiß ich nicht, ob ich das nochmal setzen kann. Deswegen lasse ich es lieber. Und lebe damit, dass das nicht ganz so schön ist. Vielleicht brauchen wir dann auf der Seite noch einen von denen. Das ist das höchste Problem, was ich sehen könnte. Okay. Dann verschrottet ihr mal weiter. Oder können die nicht verschrotten, weil voll ist? Nee, noch nicht. Okay, ich glaube, dann kriegen wir es gelöst, bevor es Probleme gibt. Da sind auch schon die neuen Baufahrzeuge. Die können wir mal in Action angucken. Du bist der neue Bagger. Okay. Letzte Chance zum Kauf. Der Wartburg 353. Gut, wir zählen jetzt in 1.3. Ist ja viel besser. Dass hier was ankommt. Aber da, jetzt sieht man in Action. Ich finde das halt krass, dass das alles animiert ist. Auch die Menschen und so. Elektrizitätsproblem. Achso, ja. Gut. Die geht aus, wenn die hier mal kurz nicht laufen. Man muss halt mich eigentlich nicht informieren. Oh, schon fertig. ...26 nur noch. Ich würde sagen, wenn da so 10 drin sind... ...6 Fahrzeuge, Container. Okay. Also 32 haben die. Verstehe. Ja, dann warten wir lieber, bis die weg sind, weil ich glaube... ...das sind immer 6 mal 6... ...das sind 36. Genau ein Ding ist ein... Bauamt bei uns quasi. Na gut. Aber die wichtigen Sachen laufen wieder. Das Schlimme war nicht, hier das Korn kam hier nicht mehr an, aber die haben jetzt Korn. Wir haben wieder ganz viel Stoff übrig und dadurch können die auch wieder ordentlich Kleidung produzieren, sodass die LKW hier nicht rumstehen. Haben wir euch ersetzt? 15 Jahre. Euch haben wir nicht ersetzt.
Ah, du kommst auch vom Bauamt, nicht wahr? "72 Arbeiter bringt ein Bus so mit." Ah, der braucht zu lange. Wir brauchen unbedingt die Zugverbindung. Der jetzt 122 und ankommen wirklich. Jetzt gehen sie alle schon raus. Ah, 94 immerhin. Also es ist ganz kurz vor zu lang. Das liegt an der Stelle hier. Die Auffahrt wollten wir schon lange erledigen, nicht wahr? Dem tun wir dann doch so. Natürlich wieder Millimeter hier. Okay, dann nehmen wir das dafür hier weg. Das Problem ist jetzt wieder, wir müssen nach links und rechts, obwohl wir hier, glaube ich, horizontal mehr Platz hätten, wenn wir hier mit einer Brücke rübergehen würden, als wir hier hätten. Deswegen würde ich diesmal sagen, gehen wir hier mit einer Brücke von der Seite raus ran. Naja, da sind Fahrzeuge. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Fahrzeuge müssen aber kurz damit leben, dass ich das hier umplane. Die Frage ist, ob wir mit der Brücke da oben rüberkommen. Achso, ich habe den Parallelmodus nicht an. Ich weiß, das sieht hier krumpelig aus. Da müssen wir aufpassen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen, ab hier. Aber ich glaube, das ganze Ding ist ab hier zu schmal. Lass den mal kurz fahren. So, dann kann das weg. So, ich glaube, jetzt passt das erstmal. Und jetzt die Brücke, die berüchtigte. Und wir brauchen 51 Meter, das kennen wir auch schon. Dann gehen wir rüber. Und 51 Meter, zack. Sehr schick. Parallelmodus wieder rein. Und das geht nicht, warum auch immer. Oh, eigentlich hast du genug Platz. Dann müssen wir es umdrehen an der Stelle. Dann gehst du runter. Mit 52 Metern von mir aus. So. Und dann passt das. Dann kommen wir da rüber. Und jetzt wird ja eh... Hier hinten brauche ich ja nur Auf- und Abfahrten. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist so wie hier. Nur gedreht, nicht? Wir brauchen eine... Von der rechten Seite eine Abfahrt. Also, wenn ich hier fahre, kann ich ja nur hier rauffahren. Überschneidung. Okay, das lässt er nicht direkt zu. Dann könnte das vielleicht zu eng werden, wenn wir hier noch so einem Millimeterstückchen bräuchten. Das wäre ungünstig. Okay, da kann ich da nicht... Okay, kann ich nicht bauen, warum auch immer.
Wir wissen aber ungefähr, wo die Dinger ankommen. Dann machen wir es so. Und so um geht's. Und wir kommen hier auch rum. Alles klar. Also das Wichtige ist ja eigentlich, ich will von hier nach da auffahren. Ich will aber auch von hier nach da auffahren. Das mache ich aber nach da. Genau. Das heißt, wir haben zweimal so eine Abgeher und zweimal so eine Rundenaufgeher. Das heißt, F4. Wir gehen ab. Lass mal da abgehen. Ist einfach ein bisschen besser. So. Achso, und so rauffahren. Und das aber wieder im richtigen Modus. Und zwar mit F4 gedrückt. Theoretisch so. Okay. Das heißt, die kommen an und können da drüben rauffahren. Jetzt kommen die an und wollen auch da auffahren. Das heißt, die fahren hier ab. Und jetzt wird's tricky mit dem da hinten. Ah, da müssen wir ein bisschen gucken. Dann muss ich das im Notfall so akzeptieren. Weil wir es nicht kleiner kriegen. So, die fahren da auf, die fahren da auf. Das heißt, die beiden können auf die auffahren. Jetzt wollen wir, dass die da auffährt. Macht sie. Okay, die fährt da auf und die. Das heißt, die ist geabfrühstückt. Wir wollen aber von der wollen wir nicht abfahren, nicht? Das macht keinen Sinn. Weil hier keiner, hier würde ja nur die raufkommen. Die wollen nicht auf die Seite rüber. Das lassen wir mal weg. Die können nicht wenden da. Die fahren hier rauf und können nur darüber. Woanders kann man hier nicht hin. Man kann nach hier oder man kann nach da. Das passt also. So, wo kann man von hier hin? Von hierhin könnte man da rauffahren wollen. Also, zack. Und wieder im F4-Modus. Irgendwie versuchen da ranzukommen. Wie sieht das falsch aus? Du willst das... Dass die auffahren, das gibt auch viele Auffahrenfälle. Hast du so viele Werkstätten? Habe ich. Das nicht gerade, deswegen. Wir sind 1986, wir haben alles, was das Herz begehrt. Ne, 88 sogar schon, seht mal. So schnell verstreichen inzwischen die Jahre. Das wäre hässlich, das will ich nicht. Das soll ein bisschen mehr gebogener werden. Kann er das irgendwie? Warum ist das so? Ist mir zu clean. Das kriegt er nicht hin. Ach, weil da, da ist ein Fußgängerüberweg. Alles klar. Deswegen kriegt er das da nicht hin. Das heißt, wir müssen hier enger. Okay. Und hier bedeutet das dann, wer will auf die von der hier, die wollen abfahren? Ja, macht Sinn. Und die wollen hier auffahren.
ging ja das. Da ist eine Überdingsi. Das stört. Abriss abbrechen. Dann klappst du mich auch. Bis auf das hier. Das sollte rund sein. Dann wäre ich, glaube ich, zufrieden. Wenn er das im großen Rundbogen hinkriegt. Das ist das Einzige, was mich stört. So. Ja. Bango Bongo. Dann haben wir hier die Autobahnauffahrt. Wir können das ein bisschen enger ziehen, oder? Das sieht ein bisschen... Das sieht... Das ist so eng und das ist so weit weg. Das kriegen wir ein kleines Stück schöner hin. Ah, nur ein kleines Stück. Es ist 1988. Ja, das Budget war klein, na fein. Hereinbekommen im Verein. Okay. Sind das die Sprüche von damals? Und unser Budget ist gigantisch. Ich glaube, jetzt passt. Können wir den auch noch ein Stück kleiner machen? Aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Aber ich probiere es. Ich glaube, dann kriegen wir oben die Rundung besser hin. Kriege ich das noch runder hin? Jetzt will ich zu viel. Kann das sein? Perfekt. Ah, guck mal. Viel besser geworden nochmal. Ja, so langsam übt es sich. Und danach können wir die Straße hier ordentlich ziehen. Eigentlich sind die von 1996. Dann kennen wir die noch gar nicht, die Sprüche. Okay, was ist hier los? Immer noch 23 Fahrzeuge. Das ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge, dieses kleine Teilstück der Autobahn. Genauso wie hier. Das Stück müssen wir uns auch nochmal angucken. Aber ich glaube, hier kommen zu viele, als dass dann Abstand ist, so wie jetzt, dass ich mal kurz abreißen dürfte. So, und die Verbindung gibt es später gar nicht mehr in der Form. Das heißt, die wird eigentlich abgerissen. So. Okay, kriegt er nur so ran. Also, das kann er nicht, das kann er nicht. Das bestätigen wir. Müssen die da hinten alle einmal rumfahren. So. Da dürft ihr wechseln. Die Sachen müssen wir dann nachher alle loswerden. So. Warum das hier nicht klappt, weiß ich nur nicht. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Was hat er da gemacht? Das ist doch nix. Warum genau an dieser Stelle? So, danke. War das so schwer? Oh. Und dann haben wir, glaube ich, viele, viele Dinge erstmal ausgebessert. Weil, wenn wir nicht bauen, während wir warten, dass die Fahrzeuge verschrottet werden, wird nie was fertig. So.
Und jetzt können wir dem hier sagen, ihr beladet euch mit allem quasi, aber ihr entladet euch da mit diesen mechanischen Dingern. Und dann holen die die dann nämlich raus und dann kommen die ins Warenhaus. Zing zong. Sehr gut. Und dann haben die hier nämlich mehr Vorrat. Das ist auch hier drin. Warum das nicht mit einer Direktverbindung hier geht, weiß ich nicht. Wir haben schon 87 Tonnen Stahl. Und 231 Tonnen Metallschrott. Aluminium, da die Autos nicht aus Aluminium sind, auch gar nicht. Wir müssen halt nur immer aufpassen, dass hier genug drin bleibt. Ich glaube, der Zug mit den mehreren Passagieren passt. Wir können diese Route, die hier hinfährt, komplett, würde ich sagen, adios sagen. Die hier. Das heißt, dem Bus hier... Oh. Ich vergesse immer, dass wenn ich den Bus anklicke, ihn nochmal schieben muss. Auch wenn ich die Route vorher geschoben habe. Und den packen wir damit auf diese Route hier rauf. So, wo bist du, Bus? Direkt die neuesten Mitarbeiter direkt weggeklaut. Wo wirst du hinfahren? Du kannst gleich dein neues hier ansteuern. So. Hat trotzdem nicht gereicht. Aber egal. Das wird in Zukunft dann besser. Dass da konstanter Leute drin sind. Du hast jetzt auch Treibstoff. Ihr habt auch alle langsam den Treibstoff drin. Wir haben hier die neuen Baufahrzeuge. Das sieht doch auch ordentlich aus, nicht? Wenn man mal neue Fahrzeuge hat im Depot. Hier fährt der Zug die Sachen ran. Durch unseren wunderschönen Tunnel. Wo ist der Zug? Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab. Da ist er. Wir fahren noch mal mit. So. Und UI ausblenden. Ab geht die Fahrt. Ab in die Berge zu unserer Ölraffinerie im Hintergrund. Die Linie 3 fährt nun ab, meine Damen und Herren. Einsteigen, zurückbleiben von den Türen. Düt, 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 düt. Super. Und dann geht der Expressway los. Ab hinten zur Treibstoffhaltestelle. Das nenne ich doch ganz wunderbar. Und da kommen wir an. Einmal noch über die Brücke, über die Autobahn. Über den Rasen fahren wir sowieso. Und... Bango Bongo. Und dann fahren wir wieder zurück in den Sonnenuntergang. Kann man ein bisschen langsamer fahren vielleicht. Ich glaube, er hat die Geschwindigkeit nicht runtergesetzt. Der Zug rast mir zu schnell. Oh, wir wollen immer langsam in die Stadt einfahren. Tutut. Was spielst du da schon wieder, Gregor? Und da sind wir. Also die Stelle gefällt mir unglaublich gut hier mit dem Dschungel. Noch 14 Fahrzeuge, die verschrottet werden. Öl steigt wieder. Okay, wir können mal auf dem Weltmarkt gucken, was denn das Öl so gemacht hat in letzter Zeit für Preissprünge. Aber man sieht, es ging nach oben, als wir es nicht exportiert haben. Dann haben wir angefangen, es zu exportieren. Das war ungefähr nach diesem Peak.
dann wird er eigentlich nach oben und dann ist es nach unten gedroppt und dann sieht man, die Kurve geht kontinuierlich nach unten. Das heißt, verbrauche ich Treibstoff, sagt das Spiel YOLO und das geht immer nach oben, wenn ich nicht Treibstoff produziere. Aber sobald ich ihn produziere, sagt es natürlich map, map, map. Und dann gibt es mal so Peaks, dass es hoch und runter geht. Na. Oh, hier läuft es sogar sehr auseinander. Der Verkauf in den Osten. Oh, das ist ja spannend. Verkauf für Rubel ist wesentlich effizienter. Also, ich könnte sogar jetzt aus dem Westen Treibstoff kaufen und in den Osten verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob der Rubel-Dollar-Kurs in dem Spiel 1:1 ist. Ich denke mal nicht. Ich weiß nicht, wie da die Umsetzungsrate ist. Aber würde ja dann Sinn machen, wenn die gut ist. Sieht man die irgendwo bei der Bank? Ich kann höchstens 14 Millionen leihen. Ich bin nicht mal für das, was ich auf dem Konto habe. Gut, aber ich kann 7 Millionen Dollar leihen. Ah, Kapitalismus. Zinsrate 2,8, hier nur 2,0. Schweine. 4. Okay, das Budget beeinflusst es gar nicht. Ich glaube, die kritische Stelle, die wir halt hatten, war die hier. Dass die nicht mehr gearbeitet haben. Aber jetzt ist ja echt mehr als genug Stoff drin. Wir kriegen das also gar nicht mehr hinterher produziert. Aber damit sollte auch wieder die Glücklichkeit in unserer Stadt steigen. Kein Strom. 2% kein Strom. Das ist die Kreditkartennummer von Homer Simpson. 5784365343410709. Okay. Achso, die am Anfang durchgezogen wird. Oder nee, Maggie wird ja durchgezogen, ne? Mülltrennung würde ich gerne erst machen, wenn wir es selber haben. Wir können aber hier weiter forschen. Zugverteilungsbüro. Die Tourismusstudie. Nee, erstmal Autos für loyale Bürger, auch wenn wir keine Autos haben. Wir haben eine autofreie Stadt geplant. Hier ist übrigens unser Schachclub. Da gehen die Leute doch gerne hin. Die haben den entspanntesten Job, weil die Lager voll sind. So, habt ihr jetzt mal wenigstens so ein bisschen was? Nur noch 10. Dann können wir vielleicht anfangen, hier die ersten Lager zu leeren. Die können weg. Was haben wir hier? Busse. Die bleiben hier auch ständig liegen. Dann holen wir hier die neuen Busse. Schön langsam kaufen. Und was war da noch drin? Kipper und... Noch irgendwas war da. Kipper und... Nee, Kipper. Es war nur ein anderer Kipper. Okay. Das heißt, hier können wir erstmal die Kipper ersetzen. Mit der Gesamtkapazität und... ja. Ich habe die wieder zu schnell gekauft, aber bei den Kippern geht es meistens. Das sind oft die kleinen Fahrzeuge, die dann stecken bleiben. Du hast einen Stau. Ah, weil ihr von hier nicht wegkommt. Oh, ja, das ist blöd. Wie machen wir denn das? So. Hilft euch auch nicht, oder?
Das hilft uns hier auch nicht. Ich kann euch nur das hier anbieten. Das würde gehen. Okay, es hat gereicht irgendwie, dass die da rüberfahren können. Ach ja, na natürlich, die können ja hier drüber zurück. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn das hier hinten verbunden ist. Ah gut, ich soll es jetzt nicht bauen, während die das brauchen. Kaputtes Fahrzeug. Ach, echt. Was ist denn das für eine Meldung? Kann ich die irgendwie ausmachen? Weil die nervt ziemlich. Weil ich weiß ja, das Fahrzeug, was ich hier hinschicke, das kaputt ist. Aber das scheint ein allgemeines Ding zu sein. Okay. Kipper. Offene Transportdinger. Dann würde ich hier sagen 1, 2, 3. Und da würde ich Baumaschinen mit draufpacken. Und zwar die Planierraupen. So. Hier haben wir nämlich auch Bagger und die Bagger kriegen ja ihr eigenes Ding. Ah. Die Nase juckt. Bagger. Da haben wir nämlich jetzt den. Und dann packe ich damit hin, weil wir den nicht dahin haben, noch die beiden Straßenkräne hier. Den T815 AD28. So, hier kommen Mischer und geschlossene, das ist okay. Und hier brauchen wir dann nochmal Walzen und so eine Transporter, würde ich sagen. Scheint immer noch genug Kapazität zu haben. Bagger hatten wir, nee, ach doch, Bagger hatten wir, nicht? Ja, Bagger hatten wir, Straßenwalze und dafür noch die abgedeckte Ladefläche, die offene Ladefläche, genau, und hier kommt abgedeckte Ladefläche und Co. hin. Kann ich alle rüberfahren lassen? Nee, einer nur. Oder? Doch, passt. Sehr gut. Hat der da drüben aber echt gute Kapazitäten. 1, 2, 3. Von denen haben wir gar keinen, nicht? 4. Und der kriegt nicht so viel Betonmischer. Oh, jetzt habe ich den geholt. Wir wollten ja den holen, nicht? Ja, ist egal. Und da haben wir das zweite Baulager komplett bereinigt. Dann müssen wir das dritte noch machen. Und hier sehe ich ja auch schon, dass es Probleme gibt. Aber dann haben wir erstmal alle schlechten Dingsies weg. Kaputte Fahrzeuge. Ach nee, wirklich? Und ihr habt auch alle 3,5 Kilometer angeklickt. Ja, haben sie. Heißt, die können mich jetzt auch alle hier helfen. Und dann geht das ratzi-fatzi mit der Autobahn. Wir brauchen sogar schon die Umgehungsstraße. Ach doch, für den Rückweg noch.
kaputtes Fahrzeug. Das war auch der hier, nicht? Ich hoffe mal. Wo kommst du her? Auch noch von einem Bauamt? Shit. Das sind dann die Bauämter da rechts wahrscheinlich. Weil wenn die da drin liegen bleiben, so wie hier, ist das nämlich richtig scheiße. Das ist der Chemikalientransport. Okay, den müssen wir manuell ersetzen. Hier haben wir aber noch Fahrzeuge, die lange nicht gefahren sind. Dann lassen wir auf der Route den hier einfach fahren. Da fährt ja eh noch ein zweiter, aber ist egal. Und den da, den können wir in die Verschrottung geben. Das Gute ist, es ist passiert, bevor er einkaufen war. Also verschrotten wir das Zeug nicht mit, was er geladen hat. Da bleibt noch einer liegen. Du arbeitest fürs Bauamt. Okay, Bauamt wird eh ersetzt. Wir müssen nur jetzt die zweite Fuhre hier komplett auseinandernehmen lassen. Tonnen mechanische Bauteile, 122 Tonnen Stahl und 360 Tonnen Aluminium, Metallschrott. Das heißt, langsam wird das hier relevant. Dass wir den Metallschrott umwandeln können. Die meisten Bauämter funktionieren ja wieder ordentlich. Und die Autobahn ist auch gleich fertig. Das sollte nur noch sich um Sekunden handeln. Noch ein kaputtes Fahrzeug. Ja, okay. Da drin muss er es mir nicht melden, nicht wahr? Das Gute bei der Autobahn ist dann, die ist ja zweispurig, dass wir dann eine Seite asphaltieren können, ohne die andere zu beeinflussen. Das ist ein großer Gewinn am Ende. Und ich würde sagen, damit können wir dann leben, nicht wahr? Das funktioniert hier noch. Kommen hier genug Arbeiter an? Wo ist der Zug? Ups. 42, ja, das reicht. Wichtiger sind gerade, dass die wirklich hier reinkommen. Und den ganzen Mist wegarbeiten. Okay, ist die Autobahn fertig? Jawohl, ist sie. Dann können wir noch das hier verbinden. Und das wird jetzt zu einer Einbahnstraße. Das geht in die Richtung. Das geht in die Richtung. Blöd, dass es keine einspurigen Brücken gibt. Das hätte hier vollkommen gereicht. Und jetzt müssen wir ab der Stelle bis zu... Ja, bis zu der Stelle alles nochmal wegnehmen. Vielleicht erst die eine Seite. So.
Dann ist das schon mal weg. Und ja. Eigentlich ist das hier toter Platz. Ich wüsste nicht, was ich hier sonst hinbauen soll. Eine Werkstatt oder so könnte hier später noch hin, die direkt an die Autobahn kommt. Ich würde dann den Platz auch durchaus so eng wie möglich hier verballern. Hier ist nicht ganz gerade gewesen. Was ist denn das für eine abenteuerliche Konstruktion? Okay, machen wir es so. So ist doch ganz gut. Jetzt müssen wir ihnen das hier irgendwie wegnehmen, dass sie auf die andere fahren, kurz. So. Ja, sorry. Ja, sorry. Bitte wenden. Oh, Mann, Junge. Wirklich, da geht's nicht lang. Alter, kack mich jetzt hier nicht an. Ich will nur kurz die Straße für dich zeichnen. Also fahr irgendwo hin. Von mir aus, fahr ganz kurz daran. So, kannst du kurz da fahren? Danke. Mann. Einer muss immer der Langsame sein. Hier muss man aufpassen. Manchmal verengt der die Kurven dann zu doll. Oder gar nicht, so wie hier. Sieht aber gut aus. So, das nenne ich mal Autobahn. Stell dir vor, du fährst auf der Straße und plötzlich verschwindet sie. Da hat man doch ein Trauma. Stell dir mal vor, es vergehen 4 Tage und du fährst über dieselbe Straße und siehst die ganzen Warnzeichen nicht, wie wird gebaut. Viel, viel schlimmer. Lustigerweise bauen wir jetzt noch eine dritte Parallelstraße. Während wir die hier bauen werden. So. Ah, finde ich gut. Dann haben wir das letzte Teilstück endlich auch geschafft. Ja, das können wir auch machen. Hier hinten ist das fertig. Guck mal, hier ist auch fertig. Sieht zwar krumpelig aus, warum auch immer. Aber dann ist das auch besser. Kaputtes Fahrzeug. Wo? Oh, das ist wirklich ein kaputtes Fahrzeug. Den ersetzen wir erstmal gegen den hier. Und dich da schicken wir da hinten hin. Gut, dass wir ein paar Reserve-Sachen haben, falls jetzt irgendwas ausfällt. Achso, du bist der, der jetzt wegfährt. Alles klar. Kann ich mit leben? Ihr werdet alle komplett fertig, ne? Ihr seid schick und neu. Nur du bist nicht leer. Wie viel Fahrzeuge hast du noch? 20. Sieht aber gar nicht nach 20 aus. Sind aber große Fahrzeuge. Die stehen ineinander. Oh, oh, das ist schon halb voll mit Metallschrott. Aber gut, hier kommen wir voran. Hier wollen wir nur lagern Stahl.
Jetzt, wo ich das sehe, hätte man die beiden Lager zusammenfassen können nochmal irgendwie. Wenn man das hier genutzt hätte. Das hätte noch ein Stück nach vorne gekonnt, nach hier. Dann hätten wir den Seitenausgang genutzt. Dann hätten wir das nach vorne bringen können, das Lager von hier zur Seite raus. Hätten wir ein Stahllager. Das sind so die Kleinigkeiten, nicht? Die jetzt nach dem Bauen, wenn man die Gebäude sieht, man merkt, okay, das hätte besser werden können. Also, nur das lagern. Aber dafür, dass wir es das erste Mal gebaut haben, glaube ich, wird das gut funktionieren. Und ob es funktioniert oder nicht funktioniert, würde ich sagen, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Bis dann.